Was wir gerade praktisch umgesetzt haben, wollen wir uns jetzt theoretisch im Wort nochmal angucken. Und ich weiß nicht, wer von euch Auto fährt oder schon mal in einem Auto mitgefahren ist, wahrscheinlich jeder von euch. Der müsste dann folgendes Szenario kennen. Wenn du Auto fährst und die Spur wechseln willst, dann setzt du normalerweise den Blinker, guckst dann in den Seitenspiegel, siehst keinen und siehst rüber. Jetzt hast du aber ein Auto gecrashed. Entweder fährst du wie ein Bekloppter oder, was viel wahrscheinlicher ist, das Auto, was du gecrashed hast, war in deinem toten Winkel. Und du hast das Auto übersehen, obwohl es da war. Und genauso gibt es Dinge, die wir übersehen, obwohl sie da sind. Genauso wie das Auto im toten Winkel unterwegs war, schaffen wir eigene tote Winkel in unserem Leben und lassen dort Dinge oder Personen verschwinden. Zum Beispiel alte Freunde, alte Bekannte, die du mit der Zeit immer weniger siehst, den Kontakt nicht pflegst und sie einfach irgendwie vergisst. Sie gibt es, aber sie sind irgendwie in deinem toten Winkel. Und dann gibt es noch Dinge, die wir bewusst oder unbewusst in unseren toten Winkel wandern lassen, weil sich unsere Sichtweise über diese Dinge anfängt zu ändern. Als Beispiel, du siehst irgendwo ein richtig schönes Haus mit einem noch schöneren Ausblick, was zu verkaufen ist. Und du stellst dir vor, wie du jeden Morgen auf dieser Terrasse von dem Haus chillst und einfach diesen wunderschönen Blick bewunderst. Und was machst du? Du feierst es und kaufst das Haus mit dem wunderschönen Blick. Die ersten Tage, die ersten Wochen genießt du die Aussicht und bist richtig froh und dankbar darüber. Aber mit der Zeit, nach mehreren Wochen, nach mehreren Monaten, siehst du nicht mehr diesen schönen Ausblick, sondern du siehst einfach, keine Ahnung, nur raus. Dieser Ausblick, der mal schön war und was Besonderes, wurde für dich zur Normalität und du siehst nichts mehr Besonderes an ihm ran. Du übersiehst diesen schönen Ausblick, obwohl er eigentlich da ist. Und genauso ist es auch mit neuen Sachen oder neuen Handys. Am Anfang bist du richtig vorsichtig damit und schätzt den Wert, aber mit der Zeit, sobald der erste Kratzer reinkommt, ist es dir eigentlich egal und du vergisst, welchen Wert das Handy hat und tust so, als wäre es ein normales Handy. Aus einer Rolex wird eine normale Uhr wie jede andere. Genau, wir übersehen und vergessen oft die Dinge, die wir jeden Tag sehen. Sie werden dabei so zur Normalität, dass wir sie für selbstverständlich erachten und dabei das Wesentliche vergessen. Wir verlieren das Wesentliche aus den Augen. Und genauso ist es mit Christen. Genauso gehen Christen oft leider mit der Botschaft Gottes um. Wie oft haben wir, prüf dich selber, wie oft hast du schon aus Gottes Wort gehört, wie oft hast du über Gottes Gnade und Gottes Liebe gehört, aber du irgendwann sitzt und abschaltest, weil du das schon gehört hast. Gottes Wort und Botschaft wird für dich zur Normalität irgendwann und du fügst dem nichts Besonderes hinzu. Aus der frohen Botschaft, aus der guten Nachricht, machst du eine normale Nachricht, die du irgendwann vergisst oder übersiehst. Sobald etwas zur Normalität wird, verliert es an Besonderheit und dann besteht die Gefahr, dass wir das Wesentliche daran vergessen oder übersehen. Und so ist es mit Gott. Wie schnell vergessen wir Gottes Segen in unserem Leben? Wie schnell packen wir bewusst Gott in unseren toten Winkel und übersehen ihn? Wie oft übersehen wir Gottes Segen und sein Wirken in unserem Leben? Dadurch gerät Gott selbst in Vergessenheit bei uns. Und das ist nicht gut. Das ist ein Problem. Das ist gefährlich, weil wenn Gott in unserem Leben in Vergessenheit gerät, fängt sich an, unsere Sichtweise gegenüber Gott zu ändern. Und das verfälscht ihn. Deshalb machen wir heute weiter mit den Leitsätzen. Wir haben als Leitsatz heute Gott anbeten. Letzte Woche haben wir darüber gehört, was es bedeutet oder wie wir zu Gott beten sollen.
Heute schauen wir uns an, was wahre Anbetung bedeutet und warum wahre Anbetung wichtig ist. Und deshalb schlagen wir schon mal Psalm 103 auf. Und besonders Vers 2. Da heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Ziel der heutigen Predigt soll es sein, dass unser Blick auf Gott gerichtet wird. Wir wollen lernen, was sich in unserem Leben ändern muss, um Gott nicht zu vergessen. Ich möchte, dass wir anfangen zu verstehen, dass Lobpreis immer eine Reaktion auf Gottes Aktion ist. Und dafür werden wir uns hier den Psalm anschauen und feststellen, wie David sich selbst auffordert, Gott zu loben und wie er sich selbst ermahnt, Gott nicht zu vergessen. Nicht das zu vergessen, was Gott ihm Gutes getan hat. Und das noch meine Punkte. Punkt 1, die Aufforderung. Punkt 2, die Ermahnung. Und Punkt 3, die Erinnerung. Deshalb würde ich gern beten, bevor wir anfangen. Jesus, hab Dank für diesen wunderbaren Tag heute. Hab Dank, dass wir uns hier in deinem Namen versammeln. Und wo 2 oder 3 sich in deinem Namen versammeln, da bist du mitten unter ihnen. Und das wissen wir, daran glauben wir. Und so bitte ich dich, dass du mich gebrauchst und durch mich zu uns heute sprichst. Bitte lass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen, der Wachstum bringt. Hab Dank für alles, Jesus. Amen. Genau. Wenn wir uns den Psalm genau angucken, stellen wir fest, dass Psalm 103 mit den Worten "Lobe den Herrn, meine Seele" beginnt und endet. Und beim ersten Lesen fand ich es ein bisschen komisch, weil David sagt "Lobe den Herrn, meine Seele". Ich fand es ein bisschen komisch, weil David sich irgendwie selber anspricht. Also David führt eine Art Selbstgespräch. Und was noch interessanter ist, er spricht seine eigene Seele an. Lobe den Herrn, meine Seele. Und in Vers 1b steht noch, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das bedeutet, dass jeder von uns irgendwie einen inneren Menschen besitzt, der existiert, aber den niemand sieht. Und auch Paulus spricht später in den Briefen darüber, dass der Mensch aus einem äußeren Menschen besteht, den jeder sehen kann, und einem inneren Menschen, der existiert, aber der nicht sichtbar ist. Und so heißt es in 2. Korinther 4, 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Oder wenn wir uns in die Schöpfungsgeschichte begeben, 1. Mose 2, 7 steht, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott hat jedem Einzelnen von uns eine Seele eingehaucht. Und das impliziert, dass diese Seele für Gott gemacht wurde. Psalm 103 lehrt uns also, dass wir Gott von ganzer Seele und mit allem, was in uns ist, loben sollen. Und vielleicht hört es sich übertrieben an, diese Wortwahl, aber eigentlich ist doch diese Art von Lobpreis die einzige, die Gott wirklich verdient. Dass du ihn von ganzer Seele lobst. Und Gott will keinen geheuchelten Lobpreis. Gott will keinen falschen Lobpreis. Er will keinen oberflächlichen Lobpreis. Er will keinen halbherzigen Lobpreis. Das braucht Gott nicht. Gott wünscht sich echten Lobpreis. Von ganzer Seele und mit allem, was in uns ist, sollen wir Gott loben. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass jeder Einzelne von euch seinen Lobpreis prüft. Preisen und loben wir Gott wirklich von ganzer Seele und mit allem, was in uns ist? Oder ist es mancher nicht mehr als nur ein Mitsingen? Bist du beim Lobpreis auf Gott fokussiert oder auf deine Nachbarn? Machst du Lobpreis zu einem Dialog zwischen Gott und dir? Oder zu einem Solo, damit die Leute hören, wie gut du singst? Singst du für Gott oder für andere? Hebst du deine Hände im Lobpreis, weil sich alles in dir nach Gott ausstreckt? Oder damit die Leute denken, du wärst heilig? Prüf das.
Und umso krasser finde ich es, dass David sich selber zum Lobpreis auffordert, weil er irgendwie merkt, dass bei ihm was nicht läuft. Er merkt, dass er aufwachen muss. Und genauso gibt es Zeiten, in denen du dich träge fühlst und müde bist und keinen Bock auf Gott hast. Haben wir gerade im Impuls gehört. Es gibt Zeiten, da willst du von Gott nichts hören, geschweige denn ihn loben. Ne, gibt es Zeiten, wo sich Lobpreis wie eine Last anfühlt. Und wenn ich ehrlich bin, gab es das auch schon in meinem Leben. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich hinten stand und mir den Text angeguckt habe und einfach kein Wort über meine Lippen bekommen habe. Ich konnte Gott nicht loben. Ich konnte ihn nicht preisen. Weil wenn du einmal wirklich überlegst, was wir da singen, lass dir einmal das auf der Zunge zergehen, was wir da singen. Ich konnte das nicht, weil ich konnte nicht einfach mitsingen. Das war nicht das, was Gott verdient. Weil ich konnte nicht so tun, als wäre Jesus das Wichtigste in meinem Leben, wenn ich in der Woche keinen einzigen Gedanken über ihn verloren hatte. Und ich habe einen Fehler gemacht, weil ich bin nach Hause gefahren und habe komplett abgeschalten. Und das ist gefährlich, weil David mir gezeigt hat, also der Psalmist David, dass ich mich oder wir uns selber auffordern müssen, Gott zu loben und zu preisen. Aber wie mache ich das jetzt? Wie mache ich aus einer Null-Bock-Stellung oder Position oder Haltung ein Ja, ich will Gott loben? Wenn wir Vers 1 weiterlesen, heißt es, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und das streicht ihr heiligen Namen. Weil Gottes heiligen Namen zu loben bedeutet, Gott dafür zu loben, wer er ist. Und wenn wir gleich weiterlesen, beschreibt David, wer und wie Gott wirklich ist. Und ich glaube, zu wissen, wer Gott ist, wird dir helfen, ihn zu loben. Wenn du wirklich verstanden hast, wer Gott ist, dann wirst du die Gemeinschaft zu ihm suchen wollen. Wenn du keinen Bock auf Zähneputzen hast, guckst du dir deine Zähne an. Wenn du keinen Bock auf Gott hast, guck dir Gott an. Weil zu oft machen wir den Fehler, dass wir unsere Gefühle über Gott stellen. Wir sagen, oder wir gehen nicht zur Kirche, obwohl wir es in dem Moment am meisten bräuchten. Wir hören auf, Gott zu loben, in den Momenten, wo wir ihn am meisten loben sollten. Wir hören auf, Gott anzubeten, in den Momenten, in denen wir es am meisten tun sollten. Denk mal darüber nach. Weil Gott loben ist eine Entscheidung, deinen Blick auf ihn zu richten. Deshalb ist Lobpreis immer eine Antwort auf das, was Gott für dich getan hat. Und sollte auf der Erkenntnis beruhen, wer Gott ist. Deshalb finde ich das Bild von der Lupe eigentlich richtig gut, weil wenn wir Gott loben und preisen, nehmen wir eine Lupe und schauen dadurch Gott an. Und wir zoomen Gott dadurch an. Und dadurch sehen wir nur noch Gott. Wir sehen nicht unsere Gedanken, wir sehen nicht unsere Nachbarn, wir sehen nur Gott. Und das ist entscheidend. Wenn du keinen Bock auf Gott hast, nimm die Lupe und zoom auf Gott, damit du nur Gott siehst und verstehst, wer er ist und wie er ist. In Hebräer 12, Verse 1 bis 2, finde ich die Beschreibung vom Leben eines jeden Christen, also auch von uns, ganz gut, weil da steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinaufschauen auf Jesus. Deshalb lasst uns nicht unseren Blick auf Jesus verlieren. Lasst uns nicht Jesus übersehen, sondern lasst uns alles, was uns ablenkt von Gott, beiseite drängen und mit der Lupe auf Gott gucken. Lege alles ab, was dich hindert, Gott zu loben. Das ist die Aufforderung, die David sich selbst gibt. Das ist die Aufforderung, die du dir selber jeden Morgen, jeden Tag zurufen solltest. Und nach der Aufforderung kommt die Ermahnung. Es heißt in Vers 2,
Lobe den Herrn, meine Seele, also die Aufforderung, wie eben in Vers 1. Jetzt die Ermahnung. Und vergiss nicht. Was sollst du machen? Du sollst nicht vergessen, was er dir Gutes getan hat. Was uns helfen wird, Gott von ganzer Seele und mit allem, was in uns ist, zu loben, ist nicht zu vergessen, was er Gutes für uns getan hat. Und es ist deshalb eine Ermahnung, weil wir aufhören, Gott zu loben, sobald wir vergessen, was er für uns getan hat. Deshalb ein Christ, der vergessen hat, was Gott für ihn getan hat, wird Gott nie mit seinem Leben Ehre und Lob geben können. Er wird vielmehr das Gegenteil machen. Ein Mensch, oder sagen wir ein Christ, der vergessen hat, was Gott für ihn getan hat, wird mit seinem Leben eher Gott entehren durch seine Sünde. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir sündigen. Weil wir sündigen, weil wir vergessen haben, was Gott für uns getan hat. So heißt es in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir sollen aufwachen, wir sollen aufpassen, sagt der Text, weil der Teufel jede Chance nutzt, jede Möglichkeit nutzt, um uns zu verblenden, um uns zu versuchen, um uns zu täuschen, um uns Sünde schmackhafter zu machen als Gott. Der Teufel tut alles, um Gott in deinem Leben in Vergessenheit zu bringen. Der Teufel möchte, dass du anfängst, Gott zu vergessen. Und wenn der Teufel es schafft, dass du Gott vergisst oder vergisst, was Gott für dich getan hat, hat der Teufel sein Ziel erreicht. Deshalb ist, genauso wie Loben eine Entscheidung ist, genauso ist Sünde eine Entscheidung. Weil entweder entscheidest du dich dafür zu sündigen oder nicht. Entweder sündigst du, weil du vergessen hast, was Gott für dich Gutes getan hat, oder du lobst ihn und sündigst nicht, weil du nicht vergessen hast, sondern dich daran stets erinnerst, was Gott für dich getan hat. Deshalb, ich fand das Bild ganz gut. David und ich, früher, als wir noch kleiner waren, also mein Bruder diesmal, und wir noch nicht schwimmen konnten, sind wir ins Außenbecken mit meinem Dad gegangen. Und dann gibt es ja immer diese Treppen. Und je weiter man kommt, desto cooler war man. Und ich bin immer vorangegangen. Und dann bin ich irgendwann runtergetreten, habe keine Treppe mehr vor mir gesehen und bin so ins Wasser gefallen und ich konnte halt nicht schwimmen, ja. Und was macht David? So wie ein Hero, reicht mir so die Hand. Ich nehme sie, ziehe mich hoch und schmeiße ihn rein. Und irgendwie finde ich das Bild vergleichbar, wie Jesus uns rettet. Du bist im Meer und bist am Ertrinken und Jesus reicht dir die Hand und ist es, der an deiner Stelle ertrinkt. Und was machst du? Anstatt dankbar dafür zu sein, sündigst du weiter und springst nochmal rein. Versteht ihr, wie unlogisch das eigentlich klingt? Und das ist es. Wir sündigen, wenn wir vergessen, was Gott für uns getan hat. Wir fangen an zu sündigen, wenn wir vergessen, dass Jesus unser Leben gerade gerettet hat. Und wir springen nochmal rein. Und so banal es sich anhört, wir machen das tagtäglich. Sei ehrlich. Und das ist es. Wir müssen gar nicht immer darüber diskutieren, ob, keine Ahnung, Alkohol Sünde ist oder ob der und der falsch angezogen ist, sondern lass dir mal die Basics auf der Zunge zergehen. Fang an zu verstehen, was Gott für dich getan hat. Weil wenn wir vergessen, was Gott für uns getan hat, werden wir nie einen Grund finden, ihn zu loben. Wir werden nie einen Grund finden, ihn zu preisen. Und genau deshalb, Leute, machen wir vor jedem Gottesdienst Lobpreis. Weil wir Lobpreis nicht machen, um Gott daran zu erinnern, wer er ist, sondern wir machen Lobpreis, weil wir vergessen haben, wer Gott ist. Und wenn wir Lobpreis machen, erinnern wir uns daran, was er getan hat. Und weil wir so vergesslich sind, machen wir vor und nach dem Gottesdienst Lobpreis. Weil doppelt hält besser. Und deshalb glaube ich, ob Christ oder nicht Christ, eines der größten Probleme unserer Menschheit
ist, dass wir den Segen Gottes in unserem Leben sehr schnell vergessen. Wir sind wie Adam und Eva. Adam und Eva hatten im Garten Eden alles, was sie brauchten. Gott hat sie im Garten Eden versorgt. Er hat sie gesegnet en masse im Überfluss. Genau wie dich und mich heute. Aber irgendwann kam der Moment, wo Adam und Eva das nicht gereicht hat, was sie hatten. Sie haben das übersehen, was Gott alles Gute für sie getan hat. Oder was Gott für sie vorbereitet hat. Und dann gab es den Moment, wo sie die Frucht gesehen haben, oder wo die Schlange kam, um sie von der einen Frucht zu überreden, die sie nicht haben durften. Und in einem Moment des Begehrens haben sie diese Frucht, das, was sie nicht haben durften, übergestellt, was sie hatten. Und haben gesündigt. Sie haben all das Gute und den Segen Gottes in einem Moment vergessen und aßen deshalb von der Frucht und sündigten. Adam und Eva wollten das haben, was sie nicht haben konnten. Deshalb prüf einmal dein Gebetsleben. Wie oft sitzt du und betest, Gott, ich will, Gott, ich brauche, Gott, ich kann nicht ohne, schenk mir bitte das, ich brauche das, wenn du doch nur könntest, du bist doch so groß, mach das doch bitte. Und wie wenig danken wir eigentlich? Philipper 1, Vers 3, ich danke meinen Gott, so oft ich an euch gedenke. David sagt im Psalm 119, 62, mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Warum stehst du mitten in der Nacht auf? Garantiert nicht, um Gott zu danken. Nutz doch diese Gelegenheit mal, Gott zu danken, wenn du schon wach bist. Was wäre, wenn du morgen früh mit all dem aufwachen würdest, wofür du Gott heute gedankt hast? Wie würde dein Morgen aussehen? Wie würde sich unser Gebet ändern, wenn wir anfangen, Gott für all das Gute in unserem Leben zu danken? Weil wie seltsam ist es, so viel von Gott zu bekommen und nichts als Undankbarkeit entgegenzubringen. Deshalb müssen wir stets die Güte und Gnade Gottes in unserem Leben uns dessen bewusst machen, weil wir ansonsten vergessen, dass es Gott gut mit uns meint. Und wir reden die ganze Zeit davon, dass wir nicht vergessen sollen, was Gott für uns getan hat. Deshalb schauen wir uns jetzt an, was Gott für uns getan hat. Wir lesen Vers 3. Und ich lese mal von oben bis zu der Stelle, wo wir gerade sind. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt. Gott ist ein Gott, der dir all deine Sünden vergibt. Das dürfen wir niemals vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen, weil diese Wahrheit Leben rettet. Diese Wahrheit gibt uns Christen Hoffnung. An diese Wahrheit glauben wir. Weil jeder Mensch, jede Person auf dieser Erde hat ein Problem. Und das ist eine Sünde. Jeder Mensch ist ein Sünder. Paulus sagt in Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ein paar Verse vorher schreibt er, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Deshalb sollte es damit beginnen, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Wir sollten damit anfangen zu erkennen, dass wir ein Problem haben. Paulus sagt hier, jeder Mensch ist ein Sünder. Und jede Sünde ist wie eine Straftat, für die du verurteilt wirst. Und das Urteil steht und lautet Trennung von Gott. Sünde trennt dich von Gott. Sünde macht uns geistlich tot. Und Gott kann Sünde nicht dulden. Deshalb muss Gott Sünde richten. Römer ist ein gutes Buch. Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott kann nicht mit Sünde existieren, weil er gerecht und heilig ist. Deshalb steht in Jesaja 59, Vers 2 auch,
sondern eure Missetaten, eure Sünden, trennen euch von eurem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Wegen deiner und meiner Sünde musste Gott sein Gesicht vor uns verbergen. Er hat uns angeschaut, uns Sünder, und muss sein Gesicht verbergen. Er kann Sünde nicht sehen. Aber was macht Gott? Bleibt er in dieser Haltung oder nicht? Wir lesen in unserem Psalm 103, Verse 10 bis 12. Gott hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung, unsere Sünden von uns entfernt. So gnädig ist unser Gott. Er gedenkt nicht mehr an deine Sünden, wenn wir ihn fürchten. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann gibt es nur einen Grund, warum wir Gott loben, warum wir Gott ehren, warum wir Gott anbeten: Dankbarkeit. Und entweder hast du es erfahren oder du hast es noch nicht erfahren. Entweder hast du verstanden oder du hast es noch nicht verstanden. Weil in Epheser 2, 4 und 6 heißt es: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch Übertretung, die wir tot waren in Sünden, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade allein seid ihr errettet. Gott musste Mensch werden, um das Problem der Sünde zu lösen. Jesus musste am Kreuz für deine und meine Sünden sterben, damit uns vergeben ist. Epheser 2, 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Glaube an Jesus und du wirst errettet. Glaube an Jesus und dein Problem löst sich. Glaube an Jesus und deine Sünden werden dir vergeben. Glaube an Jesus und Gott, der Vater, wird zufrieden sein mit dir. Warum? Weil wenn er dich sieht, wie du an Jesus glaubst, dann bist du mit der Gerechtigkeit Gottes umkleidet. Dann sieht Gott nicht mehr deine Sünde, sondern Gott sieht Jesus. Und das macht ihn zufrieden. Und vielleicht hast du in dieser Woche schon wieder gesündigt. Vielleicht war es auch wieder die Sünde, mit der du schon so lange zu kämpfen hast. Und du konntest wieder nicht aushalten oder standhalten. Und denkst dir, so kann ich nicht zu Gott kommen. Dann will ich dir sagen, unser Text sagt hier: Dir sind all deine Sünden vergeben. Jesus starb am Kreuz für deine Sünden, die du gestern getan hast, für deine Sünden, die du heute getan hast und für deine Sünden, die du morgen tun wirst. Weil in den Evangelien sagt Jesus, oder steht, dass im Himmel Freude über jeden Sünder ist, der Buße tut. Deshalb, wenn du gesündigt hast, tu Buße und kehr zu Gott um. Weil Jesus ist nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Mach Buße zu deinem täglichen Brot. Deshalb spielt es keine Rolle, was du gemacht hast. Tu Buße und glaube an Gott, denn aus Gnade allein sind wir errettet. Und was krass ist, Gott ist so anders. Gott ist voller Erbarmen und Gnade. Deshalb schreibt ihr das jetzt auf. Erbarmen gibt uns nicht das, was wir verdient hätten. Gnade gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Gnade ist ein Geschenk Gottes. Dass Gott Mensch wurde, resultiert allein aus Liebe und Gnade. Nimm das Geschenk an und fang an zu glauben. Weiter geht's. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Also Gott ist nicht nur ein Gott, der Sünden vergibt, sondern Gott ist auch ein Gott, der heilt. Und wenn wir Vergebung unserer Sünde erfahren, werden wir auch Heilung erfahren. Die Reihenfolge ist wichtig, weil wenn wir uns daran erinnern, wie ein Gelähmter damals zu Jesus gebracht wurde übers Dach, einige von euch erinnern sich an die Geschichte, da hat Jesus dem Gelähmten erst seine Sünden vergeben und ihn danach geheilt. Das lesen wir in Markus 2, da steht: Als aber Jesus
ihren Glauben sah, sprach er zum Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor allen Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Wir haben viel gelesen oder davon gehört, wie Jesus Krankheiten heilte. Wir haben viel davon gelesen, wie er Dämonen austrieb. Und so ist auch heute noch Heilung möglich. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht heute hier sitzt und eine Krankheit hast und sogar zu Gott bittest und betest und um Heilung bittest. Und nur weil sich nichts ändert an deiner Situation, heißt es nicht, dass Gott heute nicht mehr heilt. Weil einige heilt er nicht. Nicht, weil er nicht heilen kann, sondern weil er deine Krankheit gebrauchen möchte, um dich zu verändern. Vielleicht möchte er deine Krankheit gebrauchen, um andere durch dich zu segnen. Vergiss das nicht. Viel zu oft übersehen wir das, weil Paulus zum Beispiel hatte auch sein Leben lang einen Pfahl im Fleisch. Oder Hiob hatte als Prüfung sehr viel Leid erleben müssen, erdulden müssen. Deshalb, Gott kann und wird unsere Sünden heilen. Die Frage ist nur, hier und jetzt auf der Erde oder spätestens, wenn wir bei ihm sind. Spätestens dann sind wir geheilt. Weil in Offenbarung steht, Offenbarung 21, Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Gott heilt unsere Krankheiten. Aber Gott ist es, der entscheidet, ob hier oder spätestens dann bei ihm. Aber was viel entscheidender ist, dass Gott unsere Seele heilt. Gott heilt unseren geistlichen Zustand. Gott heilt unseren inneren Menschen. Und das passiert, nachdem er dir deine Sünden vergeben hat. Aus einem geistlich Toten macht Gott einen Lebendigen, macht einen geistlich Lebenden. Gott hat uns mit Jesus lebendig gemacht. Das ist Heilung, die jeder von uns als Christ erfahren hat. Das ist Heilung, die auch heute noch geschieht, in jedem Leben eines Christen. Das ist wahre Heilung, weil dein innerer Mensch wiederhergestellt wird. Du kannst nun das tun, wofür du berufen wurdest. Und das führt zu Veränderungen in unserem Leben. Deshalb sind auch wir anders als Christen, weil sich etwas in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Herzen ändert. Wir verfolgen ein ganz anderes Ziel als die Welt. Weil für den Gott, von dem du einst nichts wissen wolltest, für den fängst du an zu leben, wenn du erfahren hast, wie er dir deine Sünden vergeben hat, wenn du erfahren hast, wie du wiederhergestellt wurdest. Du fängst an, die Sünde, die du damals geliebt hast, zu hassen. Paulus schreibt in Römer: Also auch ihr, also auch du, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist wahre Heiligung. Das ist wahre Heilung. Das ist Heilung unseres geistlichen Zustandes. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott hat dein Leben vom Verderben erlöst, weil Jesus für dich ins Verderben ging. Und dass Jesus ins Verderben ging, spiegelt sich im Kreuz wieder. Weil Jesus für dich und mich am Kreuz starb. Jesus war es, der sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Er hat das Urteil, er hat den Schuldbrief zerrissen. Die Strafe lag auf ihm. Das sollten wir nie wissen, nie vergessen, dass wir sehr, sehr teuer erkauft sind. Das war nicht mal einfach so, Fuffi oder so. Weil Gott sein Ein und Alles geben musste für dich, seinen geliebten Sohn. Und wenn wir verstehen, wie sehr Gott
seinen eigenen Sohn liebte und er selbst ihn nicht verschont hat für dich, wie sehr muss Gott dich lieben? Überleg einmal. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus zahlte die Strafe, die du und ich verdient hätten. Jesus tat keine Sünde, aber wurde unseretwegen zur Sünde gemacht. Wir hätten es verdient, dort am Kreuz zu hängen, nicht Jesus. Aber Jesus hat das Leben gelebt, was jeder Einzelne von uns leben sollte. Jesus hat den Tod gestorben oder ist den Tod gestorben, den jeder Einzelne von uns verdient hätte. Sein letzter Atemzug am Kreuz wurde zu unserem ersten. Weil Jesus gestorben ist, darf ich leben. Gott hat dein Leben vom Verderben erlöst, weil Jesus für dich ins Verderben ging. Und deshalb schreit er, deshalb rief Jesus mit lauter Stimme am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der wahre Schmerz, den Jesus am Kreuz durchlitt. Klar, als man ihm die Nägel so durchhaute, tat auch weh. Aber der wahre Schmerz, den er durchlitt, war, als er das gesagt hatte, weil er in diesem Moment das erste Mal von Gott getrennt war. Von Gott, dem Vater. Und das ist, was jeder Einzelne von uns eigentlich verdient, Trennung von Gott. Das ist das Elend, was jeder von uns durchleben muss, wenn er verloren geht. Aber du bedeutest Gott einfach viel zu viel, als dass er dich deinem eigenen Schicksal überlässt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ewige Gemeinschaft mit Gott, ewige Gemeinschaft bei Gott. Gott möchte nicht, dass der Mensch verloren geht. Gott will dich retten. Und wenn wir Hesekiel 33, 11 lesen, hör bitte gut zu. Gott spricht: Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Und jetzt, warum wollt ihr sterben? Und genau diese Frage möchte ich dir heute stellen, der du heute noch nicht glaubst an Jesus. Warum willst du sterben und verloren gehen, wenn Jesus für dich schon gestorben ist, damit du leben kannst? Nenn mir einen guten Grund, bitte. Nenn mir einen einzigen Grund. Du bist der Grund, ich bin der Grund. Jeder Einzelne von uns ist der Grund, warum Jesus ans Kreuz ging. Überleg mal. Dass du errettet wirst, war Jesu Motivation, straight durchzuziehen. Gehorsam zu bleiben. Gehorsam bis zum Tod. Und Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, das ist wahr. Und das ist nur die eine Wahrheit der Medaille. Aber wenn wir die Medaille mal umdrehen, Jesus ist auch am dritten Tage auferstanden. Und das gibt jedem Einzelnen von uns Hoffnung. Weil die Auferstehung Jesu der Beweis ist, dass unser Leben bei Gott weitergeht, wenn wir hier sterben. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes, des Vaters. Und genau da werden wir sitzen, wenn wir an Jesus glauben und hier sterben. Da werden wir sein. Deshalb ist Jesus alles, was wir brauchen. Und Jesus ist genug. Und Jesus wird es auch immer sein, weil er sich niemals ändern wird. Wir lesen in Hebräer: Jesus Christus gestern, heute und bis in Ewigkeit derselbe. Jesus bleibt derselbe und ändert sich nicht. Gott ändert sich nicht. Er will auch dich heute retten und stellt auch dir heute die Frage: Warum willst du sterben, du Gottloser? Deshalb, wenn du Bruder und Schwester, wenn wir Bruder und Schwester im Herrn sind, will ich dich auffordern, aber auch ermahnen, meine Glaubensgeschwister, vergisst niemals, was Jesus für uns getan hat. Sondern erinnere dich. Und das ist der letzte Punkt. Und das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Punkt 3, erinnere dich.
Das beste Mittel gegen Vergessen ist, sich zu erinnern. Fang an, deinen Fokus auf Jesus zu setzen und mach ihn zu deinem Ziel. Und ich verspreche dir, du wirst niemals vergessen, was Gott für dich getan hat. Stell dir einen, ich glaube Trapezläufer nennt man das, oder die auf so einem Seil gehen, warte, und ans Ziel kommen wollen. Stell dir vor, Gott wartet da auf dich und das ist dein Ziel. Dann wirst du das Ziel erreichen, wenn du auf Gott schaust. Wenn du ins Wanken kommst, wenn du keinen Bock hast auf Gott und anfängst, den Fokus zu verlieren und nach links oder rechts guckst, wirst du schnell fallen. Und was hilft dir dann in dem Moment, wenn du keinen Bock hast auf das Ziel? Schau auf das Ziel, weil dann wirst du das Gleichgewicht finden. Schaust du weiter nach links oder rechts, wirst du fallen, wirst du tiefer fallen. Deshalb, wenn du keinen Bock auf das Ziel hast, wenn du keinen Bock auf Gott hast, fang an, auf Gott zu gucken. Weil du sonst das Ziel nicht erreichst. Und genauso wie der Psalmist, dem Psalm 103 mit den Worten, lobe den Herrn, meine Seele, beginnt und endet, sollte auch dein Leben, dein Tag mit den Worten, lobe den Herrn, meine Seele, beginnen und enden. Mach das zu deinem Gebet am Morgen. Mach das zu deinem Gebet am Abend. Du musst nicht auf einen Gottesdienst warten, um Gott zu loben. Du musst nicht warten, bis Samstag oder Sonntag kommt, um Gott zu loben. Dein Leben soll ein Lobpreis sein. Fang damit heute an. Fang damit morgen an. Fang damit an, wenn Montag ist. Unser ganzes Leben soll eine Anbetung für Gott sein. Und ich hoffe, wir haben gesehen und verstanden, wie gut unser Gott ist. Ich hoffe, wir haben verstanden, wie und wer Gott wirklich ist. Und ich hoffe, wir haben verstanden, was Gott Gutes für uns getan hat. Und ich hoffe, wir haben verstanden, wie viel Grund zur Freude und zum Dank wir haben. Gott meint es gut mit jedem Einzelnen von uns. Und er ist die Lösung. Wir brauchen nicht selber umherlaufen im Dunkeln, sondern Gott ist die Lösung. Gott ist der Leuchtturm, der uns den Weg zeigt. Jesus ist gekommen und hat uns den Weg gezeigt. Wir müssen ihm nur folgen, indem wir an ihn glauben und nicht den Blick auf ihn verlieren. Dann werden wir am Ziel ankommen. Römer 8, 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und ob wir jetzt ein bisschen jünger oder älter sind, das Evangelium ist so klar und eindeutig, dass es sogar jüngere Kinder verstehen können. Du musst nicht intellektuell gebildet sein, um das Evangelium zu verstehen. Kinder verstehen es auch. Aber trotzdem hat das Wort Gottes eine solche Tiefe, dass du dich dein ganzes Leben damit beschäftigen könntest. Deshalb richte deinen Fokus auf Jesus aus. Sehn dich danach, Gott mehr zu erkennen. Wie machst du das? Fang an, dieses Buch hier zu lesen. Woher willst du wissen, wer und wie Gott ist, wenn wir das nicht aufschlagen? Gott spricht doch durch das Wort zu uns. Hier ist eine Personenbeschreibung. Hier ist das geschrieben, was passiert ist. Hier ist der Heilsplan eines jeden Menschen geschrieben, festgehalten. Du musst es doch nur öffnen. Sehn dich danach, mehr von Gott zu erkennen. Und das wird dir helfen, ihn nicht zu vergessen. Und ich fand stark, was John Newton am Ende seines Lebens zu einem Freund gesagt hat. Da hat er gesagt, meine Erinnerung an mein Leben verblassen, aber zwei Dinge werde ich niemals vergessen. Dass ich ein großer Sünder bin und zweitens, dass Christus ein noch größerer Retter ist. Lasst uns auch diese beiden Tatsachen nicht vergessen. Lasst uns nicht den Fehler machen, zu vergessen, wer und wie Gott ist. Lasst uns nicht den Fehler machen, zu vergessen, was er uns Gutes getan hat. Sondern erinnere dich daran. Fang an, Gott von ganzer Seele mit allem, was in uns ist, zu loben. Zu preisen, zu anbeten, Tag für Tag. Wisst ihr, Jesus gab alles für uns. Warum können wir ihm da nicht alles geben? Jesus starb, damit wir leben können. Jesus gab alles für uns hin,
Deshalb lasst uns ihn mit allem, was wir sind und haben, loben und ehren. Er gibt uns mehr als 10.000 Gründe dafür. Amen.